So. Oh, wir müssen das Ganze nochmal machen, aber halb so schlimm. Diesmal können wir uns unsere Assassinen hoffentlich sparen. Lass mal das hier wegmachen. So, oh. Ich glaube, wir könnten die Aufmerksamkeit hier unten entziehen. Oder auch nicht. So, was habe ich denn für dich? Ah. Na klar, die sehen mich auch. Das ist doch unlogisch. Hallo? Das ist jetzt aber unlogisch. Ich sehe ihn! Da! Lolololololol. So. Jetzt habe ich zwar keine Wurfmesser mehr, aber egal. Folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Capito. Il tuo costume. Il tuo costume. So, jetzt habe ich wenigstens Assassinen hier. Und diesmal werden wir nicht desynchronisiert. So, oh, oh. Ah, Kostüme erhalten. So. Und ich sagte ja. Was? Volle Synchronisation. Hä? Das ist doch unlogisch. Ich habe für alle Leute, die. Das ist jetzt unlogisch. Das. Ich raste aus. Du wirst nicht entkommen. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Aber ich habe keine Zeit, mich um euch zu kümmern. Oder vielleicht doch. Wieso kann ich den nicht entwaffnen? Ja, hat seinen eigenen Typen noch mal einen draufgehauen. Na komm. So. Na, ja, der wartet auf uns, das ist praktisch. Il Colosseo. Il Colosseo. Oh, ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Also ich frage mich jetzt. Das sind ja eigentlich unsere Leute, theoretisch gesehen. Unbemerkt ins Kolosseum eindringen und den Schauspieler Pietro finden und retten, bevor er von Micheletto umgebracht wird. Umgebracht, ja, vor allem. So, niemanden außer den Schützen töten. Oh, 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 oh. Das wird schwierig. Vermute ich jetzt einfach mal so. So. Die Zweitbesetzung rufen. Das ist aber echt unlogisch, warum ich da keine hundertprozentige Synchronisation bekommen habe. Das muss ich echt mal so sagen. Oh, es ist doch ein Assassine bereit, oder was? Cool. So, wenn wir hiermit fertig sind, dann werden wir auf jeden Fall mal zurückgehen und mal unsere Assassinen begrüßen und eine neue Zeremonie beginnen. So. Du willst mich veräppeln. Du willst hier nicht hoch. Okay, doch. So, oh, hier kann auch nicht hoch. Aber hier. Vor allem, das wird noch viel unlogischer, wenn man wirklich geil vor dem Kolosseum steht. Dann glaubst du überhaupt nichts mehr von Assassin's Creed. Aber nun ja. So. Wo müssen wir überhaupt hin? Irgendwo da links, glaube ich. So. Und wir sehen, das ganze Stück wird schon gut bewacht. Hm. So. Da können wir nicht hoch, aber da. Können wir da hinten? Ja, okay, da hinten. Da hinten könnten wir schon hoch, glaube ich. Warum ist hier ein Steck. Ach ne, okay, der ist unten. Na gut, schon gut. So. Unbemerkt klettern, ne? Das machen wir ja hier. Das. Na gut. Ich weiß übrigens nicht mehr, wie das, dieses Springen aus Assassin's Creed 2 geht. Da konnte man ja, wenn man an so einen Vorsprung nicht drankommt, konnte man ja so springen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Kurios und seltsam. So, wo müssen wir überhaupt hin? Das Geilste ist, wenn wir hier runterfallen.
Das traue ich mir zu. Na gut, doch nicht. So. Wird uns jetzt der Weg gezeigt, den wir gehen müssen? Könnte sein. Aber da hätte ich besser aufpassen sollen. Ich habe jetzt aus dem Fenster geguckt. So. Mein Gott! Mein Gott! Warum? Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Lol. Achso, wow, ich muss schon hier losrennen. Scheiße. Na gut, ich bin nicht tot. So. Oh, das werden wir nicht im ersten Anlauf schaffen. Vor allem, weil hier unten auch Patrouillen rumlaufen. Scheiße. Ich weiß, es ist denn sein letzter Ausruf. Erfüllte die Prophezeiung und zeugte von wahrer Göttin. So, ich brauche hier Distanzwaffe. Centurio, so wie Gott mir Macht verlieh, machte er dich so dumm wie Vieh. Wir werden sehen, wie du es siehst, wenn Blut aus seinen Wunden fließt. Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Knapp. Ja, nimm den Speer. Und tu unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt. Die gute und längst überfällige Tat. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, ich vermag, ob es bös ist oder gut. Oh, ich erkenne dich, des so. Himmels Herr. Auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und ich muss Wasser. Auf die Bühne. Und meine Augen trügen nicht. Ich sehe beides, ganz gewiss. Herr, wo kommt dies Wasser her? Wieso kann ich nicht rennen? Oh je, oh je, und wehe mir. Was habe ich getan? Den Mann vor mir, vergebe mir, erschlug ich an seiner Stadt. Um Gnade, Herr, flehe ich nun, denn ich... Ach, Herrgott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn, wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt. So ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. Die reden so schuld, ich möchte die gar nicht unterbrechen. Das kann ich auch ohne Adlerauge. Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist, weil... Das war jetzt unruhig, aber... Tschüss. Ha. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher.
Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Hä? Ich hab ihn doch den Dolch in den Rücken gebohrt. Das ist unlogisch. Ach, Mann. Oh, oh. Jetzt könnte es... Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Lol. Ach, das sind unsere Assassinen, oder? Haltet die Wachen fern. Wie echte Römer. Intervention. Pietro aus dem Kolosseum und zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an dem Gift in seinem Blutkreislauf stirbt. Volle Synchronisation, nicht schwimmen. Oh, da freue ich mich schon drauf. So, weg. Wir kommen, um zu helfen. Stopp die Wachen. Oh, das sind unsere Söldner. Gut. Ey, die Diebe sind ja auch hier. Ist ja interessant. So. Und ich hoffe es... Bitte nicht. Wer seid ihr? Euer Retter. Was? Wieso helfen jetzt mich in einer Assassin? Hallo, du sollst mir helfen? Der guckt ja nochmal noch zu. Ja, genau. So. Ich kann Knochen. Das war jetzt unlogisch. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ein Aderlass wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Ja. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Na klar, bleibt er nicht stehen. Oh. Ich würde mir gerne eine in den Hintern. Wo kommen jetzt diese... Ach, ist ja egal. So kommt das Pferd mir genau entgegen. Nein. So. Das war mal geil. Scheiße, jetzt habe ich natürlich keine mehr. Hallo, eigentlich solltest du da hochklettern. Nein. Hilft mir. Pferd, komm. Ja. Scheiße, nein. Ja, ich werde schon desynchronisiert, ey. Okay, ich glaube, ich hätte lieber nicht alle Assassinen auf einmal aufbrauchen sollen. Komme ich den Typen wohl noch? Ach, das wird echt knapp. Ich hab gleich bald ganz Rom hinter mir her. Was ist das? Hä? Oh, ich krieg dich, Kumpel. Nein. Alter, diese kleinen Penner, ne? Oh, ich raste gleich aus. Boah, wenn ich nur einen Moment stehen bleiben dürfte, ne? Wo ist mein Pferd? Jetzt reicht es mir, aber jetzt reicht es mir. So, das müsste sein. Jetzt ist der Typ wieder über alle Berge. Und das Pferd kommt mir nie entgegen. Oh, jetzt komm. So, jetzt kriege ich dich, Kumpel. Jetzt kriege ich dich aber. Jetzt hast du geschissen. Nein, hallo. So. Mir kommt so vor, als würde das Spiel mich nicht mögen. Warum floht ihr? Ich. Ihr seid der Verräter.
nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Oh oh. Scheiße! Oh, jetzt müssen wir aber schnell sein. Sonst stirbt Machiavelli eines unschuldigen Todes. Pferd, komm! Fuck. Scheiße, wir dürfen nicht schwimmen. Oh. Nein, nein, nein! Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja. Danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jesu diesmal 3 Tage früher auferstanden. Lol. So. Ich würde sagen, das wär's von dieser Folge actionreich. Und diesmal bin ich nicht ins Wasser gefallen. Zum Glück ist mir das noch im letzten Augenblick da eingefallen. Und ja. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin, bleibt dran und ich würde sagen...